euch heute einfach teilen, wie das Leben manchmal Menschen zusammenführt, wo man sagt, ja, wunderbar, das Leben kann so schön sein. Min, du warst in Hamburg, wolltest einfach nur eine Vorlesung anschauen, einen Vortrag. Genau, ne? Ich war eigentlich in Hamburg, weil ich einen Vortrag hören wollte und wollte eigentlich auch in Hamburg nur für ein, zwei Tage eigentlich nur bleiben. Und ja, habe aber dann doch beschlossen, für eine Woche, anderthalb Wochen in Hamburg zu bleiben, weil ich es halt so schön fand. Und was fandest du schön? Jetzt kommen wir jetzt auf den Punkt. Und das können die beiden anderen gerne berichten. Okay. Hat ihr berichtet. Wie seid ihr begegnet und was hat sich da entwickelt? Also ich bin einfach nach Hause gekommen. An dem Tag. Das heißt, ich wurde Tür. Ja. Ich bin einfach nach Hause gekommen und dann sitzt die. Ja. Die junge Dame. Und unterhält sich mit meinem Kumpel Max, ja, also auch Rohkostler, schon seit 3,5 Jahren oder ein bisschen länger. Und die unterhalten sich schon, haben Spaß und ich war gerade arbeiten, müde. Und da habe ich ihr Lächeln gesehen, da habe ich sie umgeahmt und da habe ich sofort verstanden, die gehört zu unserer Clique. Familie. Zur Familie, genau, ja, genau. Und so haben wir uns dann kennengelernt und genau, da ging es alles dann los. Und okay, und wie. Also ihr seid zusammen, ihr lebt zusammen oder wie? Wir sind Freunde, wir sind Clique, wir sind Familie. Familie. Genau. Und ja, und dann war es so, dass sie, also der Max war ein Kumpel von euch, genau. Und ja, dann habt ihr sie kennengelernt und dann habt ihr ja, einfach gesagt, hey, bleib bei mir. Oder hast du gesagt, hier, ich brauche Obdach oder wie ist das passiert? Erzähl die Geschichte, wo du gewohnt hast. Also das war, ja, das ist echt dein Schicksal. Das war echt total. Ich habe in Hamburg jemanden kennengelernt, mit Couchsurfing, aber ja, das war letztes Jahr. Hm. Und das war Max. Nein, das war jemand anderes. Okay. Und das war der Kai. Hm. Und ich habe dann bei Kai quasi übernachtet letztes Jahr für eine Nacht. Und dann habe ich ihn dann wieder gefragt, weil ich dachte, okay, Hamburg, Vortrag, den kennst du aus Hamburg, ja, Kai, hast du schon mal bei dem übernachtet? Fragst ihn einfach mal, habe ich ihn gefragt, hat auch gemeint, ja, ist kein Problem, gib mir den Schlüssel und alles drum und dran, alles gut, kann ich für ein, zwei Nächte dann bleiben. Und ja, genau, dann bin ich dann auch geblieben beim Kai. Und dann nach dem Vortrag, einen Tag nach dem Vortrag, rief mich dann der Max an. Und ich kenne ihn eigentlich so gar nicht persönlich, habe ihn dann über das Internet quasi kennengelernt, haben uns Nummern ausgetauscht, aber so, ja, so richtig ins Gespräch gekommen sind wir nicht. Ich wusste eben nur, dass er sich dann auch robustlich ernährt, dass es okay, also einfach irgendeiner aus Hamburg hat dann auch mit dir Kontakt aufgenommen. Genau. Okay. Ich habe halt so gesagt, ja, ich bin mal in Hamburg und vielleicht könnten wir uns mal treffen und wenn nicht, dann auch nicht. So wie er Zeit hat, und hat er mich angerufen, auch hat sich so zuvor nicht wirklich gemeldet. Ich dachte mir schon so, na gut, wenn er sich nach dem Vortrag nicht meldet, dann ihr habt euch vor dem Vortrag schon irgendwann mal einen aus Hamburg kennengelernt und dann hast du, wo du in Hamburg warst, habt ihr nochmal Kontakt aufgenommen? Oder hast du ihn erst kennengelernt, wo du in Hamburg warst? Ich habe ihn erst kennengelernt, wo ich in Hamburg war. Ah, okay, okay. Genau, ja, und dann rief er mich an, hat so gemeint, ja, wie sieht's aus, ob ich Zeit habe. Und hat er mir dann noch die Adresse von Arthur gegeben, weil er selber ja nicht wirklich in Hamburg wohnt. Okay. Und haben gesagt, okay, dann treffen wir uns einfach mal in Hamburg. Bei einem Freund von ihm. Bei ihm, genau. Arthur. Und hat mir die Adresse durchgegeben. Ich habe mir die Adresse aber nicht wirklich angeschaut. Ich dachte nur so, ja, U-Bahn-Haltestelle so und so, okay, gehst du dorthin? Ja. Und dann lese ich mir die Nachricht nochmal durch und ich dachte mir so, hey, die Adresse kenne ich irgendwoher. Ja. So, und dann lese ich nochmal und ich vergleiche das mit meiner Adresse, wo ich dann bei Kai übernachtet habe. Ja, ja. Und das war identisch, also dasselbe Haus. Nur zwei Eingänge sehr weiter. Sehr geil. Und es war so, das war eigentlich dann perfekt. Und ich dachte so, oh, das war so ein Glückstreffer. Und ich gehe dann dahin und gehe dann zum Artium und sehe erstmal Max. Ja. Weil Artium war ja arbeiten, aber Max hat irgendwie gerade einen Schlüssel von Artium dann gehabt. Und da habe ich mich erstmal mit Max unterhalten. Ja. Und dann kam Artium. Und das war das, was du gesagt hast, er hat dich gesehen. Genau. Genau. Und irgendwann kam dann auch mal ein Auto. Okay, ja, und dann ist halt wirklich so, das muss man heutzutage wirklich mal sagen, ihr seid dann einfach, also jeder hat so seinen Alltag gehabt. Und dann war es so, ja, ihr fandet euch alle total sympathisch, total lieb und ihr habt dann einfach gesagt, hey, wir verbringen irgendeine Zeit miteinander und versuchen das mit Beruf und mit Alltag irgendwie zu integrieren und einfach so. Und ja, und sag mal, jetzt was gewachsen innerhalb von der Woche bei euch wahrscheinlich. Wirklich eine Woche. So.
an intensivem Gefühl, an Liebe, an solche Sachen, weil oftmals sitzen wir alle irgendwo in unserem Kreis und oder viele von den Zuschauern, das weiß ich, und sagen, hey, ich habe so wenig Menschen, mit denen ich wirkliche Liebe leben kann, die ich wirklich liebe, die ich mein Herz geschlossen habe. Aber es ist manchmal auch so, dass man dann einfach halt auch mal rausgeht, Sachen über eine Hürde springt, sagt Couchsurfen, ich nehme einfach mal jemanden auf oder ich gehe selber mal Couchsurfen und gehe halt nicht ins Hotel oder so, sondern einfach mal ein bisschen offen sein und in eine neue Stadt reisen, mal zu einem Vortrag gehen, einfach ein bisschen auch geistig und körperlich flexibel bleiben und dann eröffnen sich manchmal so Chancen, wo man dann einfach wirklich, liebe Menschen trifft und wo man dann halt wirklich auch für sein Herz sich wieder weitet und so geht das dann immer weiter. Durch die lieben Menschen in Atem getroffen, kommt dann der Otto ins Spiel. So, und dann nach dem Otto kommt dann und so geht das halt immer weiter. Und und deswegen fand ich auch total schön, diese Geschichte einfach mal zu teilen, weil es vielen Menschen sicherlich auch einfach Hoffnung gibt, dass da, es gibt genug liebe Menschen da draußen, glaubt mir das, es gibt genug liebe Menschen, ihr müsst sie wirklich noch finden. Und um sie zu finden, müsst ihr halt auch mal hin und wieder über euren Schatten springen. Muss man selber offen sein und etwas von seiner Liebe auch geben, damit man solche Menschen natürlich auch findet. Das ist wohl wahr, ja. Und ich war auch so dankbar dafür, dass ich dann euch quasi in Hamburg kennengelernt habe, weil so eine Herzlichkeit, so eine Gastfreundlichkeit habe ich echt noch nie erlebt. Also das war so einfach offen und ich wurde auch mit offenen Armen empfangen und das war eigentlich für mich so das Highlight in Hamburg, dass ich halt so tolle Menschen kennengelernt habe. Und Aramin, weißt du was, sag mal, es gibt ein russisches Sprichwort, man sagt, die Liebe geht oft über den Bauch. Ich meine, durch die Liebe geht durch den Magen. Genau. Dass deine Köstlichkeiten, die du mit uns geteilt hast, ja, deine Kochkünste. Rohkostkünste, das war einfach unschlagbar. Und so ist der Austausch halt richtig schön. Mhm. Der hat uns sehr inspiriert. Ja, das kann ich auch. Also gerade was die süßen Sachen angeht, also da hast du wirklich ein Händchen dafür. Bei den herzhaften Sachen ist manchmal so ein bisschen wenig Gewürz. Zucchini-Spaghetti. Ihre Soße. Ja, Christian, also was war mit herzhaft? Okay, mein Geschmack ist vielleicht ein bisschen irgendwie da. Aber süß, ne? Aber die süßen Dinge, heute war das Highlight, war die Rohkost Bounty. Also hast du das Rezept irgendwie auf deinem Blog oder so? Ich habe es online gestellt. Genau, also ich habe heute schon viele YouTuber und Blogger interviewt. Auch das von Ming, das Rohkost-Rezept von dem Bounty und ihr Blog findet ihr unten. Und müsst ihr unbedingt ausprobieren, richtig geile Bounty, ja, wirklich richtig geile Rohkost Bounty. Ja, und bei den Herzhaften hat heute allerdings ein anderer gewonnen. Das Wegele, das ist ein Rohkost-Restaurant, was heute war, die hat diese Fleischbällchen, also Falafel war das. Okay, und hat mega geschmeckt, aber ja, wie gesagt, was süß angeht und natürlich auch herzhaft, deine russische Freundin. Übrigens, ich kann ein russisches Wort, das habe ich mir gemerkt. Mal gucken, was ich richtig ausspreche. Stostroprimetschatjelnost. Sehenswürdigkeit. Genau. Ja, und Smikrokalkulatoron. Der Taschentäscher. Das war dein Schlusswort. Deswegen haben wir es mehr gestellt. Das ist irgendwie Hallo und Tschüss oder was? Ja gut, das geht auch noch Doc und Jim, wenn ihr so gut Christian, Brat ist Bruder oder so. Genau. Ich habe 7 Jahre Russisch gehabt, aber ich kann nicht mehr so viel. Aber ich kann noch lesen, also die Schrift, wenn da ein Magazin oder so steht, auf einem Laden oder so, das kann ich noch lesen. Dann um die Ecke, ne? Ja, bei Mila. Gut, also Geschichte geteilt und ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen und ich denke mal, wir verabschieden uns und ja. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal beim Rohkost-Pontag auch dabei. Und wir freuen uns. Macht's gut. Tschüssi. Kommt vorbei, es lohnt sich.